Aber ich glaube, ich mach... Bitch, wie macht man nochmal Zäune? Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel eingeblendet, Minecraft. Wir labern heute mal ein bisschen. Dafür bin ich hier in meine Beta-Welt gegangen und ihr seht vielleicht schon am Texture Pack und an so ein paar anderen Kleinigkeiten, ja. Die Welt befindet sich quasi gerade in der Minecraft-Version 1.8. Und zwar nicht in der Beta 1.8, sondern in der Vollversion 1.8. Das heißt, sie ist jetzt quasi konvertiert worden, müssen tun sein von mir gerade. Okay. Aber ich glaube, ich strukturiere das Video mal einfach so ein bisschen. Super, ja! Nebenbei wollte ich hier so ein paar Kleinigkeiten machen, wie beispielsweise diese Türen, damit die richtig stehen wieder und so weiter und so fort. Das werdet ihr aber gleich auch schon sehen, was ich alles so nebenbei mache. Ich wollte einfach nur kurz darüber reden, wieso jetzt Minecraft etwas länger nicht kam. Mehrere Monate. I'm sorry, guys. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen Stellung nehmen hier, so ein paar Kleinigkeiten hier verändern, sagen, woran es lag. Also würde ich sagen, ich verliere gar nicht großartig Zeit, sondern es lag wirklich einfach daran, dass ich enorme Probleme mit meinem Minecraft-Account mal wieder hatte. Ich will das jetzt natürlich nicht komplett darauf schieben, dass ich nicht in den Account gekommen bin und auch wieder 10.000 Jahre lang mit dem Mojang-Support in Kontakt stand, sondern es war halt wirklich so, dass ich, ja, ich stand 10.000 Jahre lang mit dem Mojang-Support in Kontakt. Ich hatte so ein ähnliches Problem ja schon mal, und zwar, dass ich nicht in meinen Minecraft-Account reingekommen bin, weil sich irgendwer irgendwie den Namen geklärt hat und ich mich länger nicht eingeloggt habe. Dann wurde ich irgendwie mal gehackt und ein anderer Typ hatte meinen Account. Es gab noch andere Stories, wo ich mir mal die E-Mail-Adresse nicht mehr merken konnte und dann habe ich mal mein Passwort vergessen und das Passwort ging aber über die E-Mail-Adresse und in die bin ich nicht mehr reingekommen, weil das irgendwie so eine ganz alte E-Mail-Adresse von mir bei GMX oder so gewesen ist und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie die hieß. Und der Mojang-Support konnte mir dann halt auch nicht wirklich so weiterhelfen, beziehungsweise durften die halt auch nicht wirklich, weil die ja dadurch quasi jeder hätte einfach reingehen können und sagen können, hey, ich habe meine E-Mail-Adresse vergessen, ich bin der Typ. Das war auf jeden Fall alles so ein bisschen ein kleiner Hack-Mack und jetzt habe ich halt alles endlich wieder. Ich habe das jetzt über meine neue E-Mail-Adresse gemacht, die jetzt auch nicht öffentlich ist, also... No worries, guys. Hab das jetzt alles so ein bisschen geregelt, dass das jetzt auf jeden Fall nicht mehr passieren sollte. Das heißt, auf jeden Fall in Zukunft kommt wieder ab und zu Minecraft. Ich wollte auch bald mit Max... Ah, ne, das verrate ich noch nicht. Also, es geht jetzt gerade nicht um Minecraft-Mods, sondern um so eine andere Sache in Bezug auf Minecraft. Aber das möchte ich einfach noch nicht verraten. Das hier wollte ich auch schon die ganze Zeit mal machen. Dass einfach diese Teile da so komplett hochgehen, weil das sah immer so komplett Oh, damn, boy, you got the sheep still over there, chilling their base. Eigentlich mache ich dieses Minecraft-Beta-Let's Play ja auch immer am Dienstag, wenn ihr das Video seht. Ist, glaube ich, gerade Donnerstag. Und eigentlich schneide ich ja auch nicht, und es wird gerade Nacht, das heißt, ich gehe mal kurz pennen. Eigentlich schneide ich ja auch nicht so wirklich, beziehungsweise habe diesen einen Moment, wo ich im Video sage, ui, ab jetzt ist kein Schnitt mehr am Start. Aber ich habe mir jetzt gedacht, für dieses kurze Infovideo hier kann ich das auf jeden Fall mal kurz machen. Die Fackeln hier wollte ich eh nochmal so ein bisschen anders verteilen. Erstmal auch sorry dafür, dass ich mich vielleicht so ein bisschen kränklich anhöre. Das liegt einfach daran, weil, hatte ich ja schon mal gesagt, es war Karneval in Köln und in Köln wird es wirklich immer sehr exzessiv gefeiert. Dass man dort auf jeden Fall den ganzen Tag auch draußen steht und es war auch wunderbares Wetter, also es waren so 12 Grad und so und die Sonne hat geschienen, das war schon cool, aber ich stehe da natürlich auch immer mit hochgekrempelter Hose da und dem ganzen Bums und deswegen wurde ich halt einfach, bin ich jetzt halt krank. Erkältet. Und ihr müsst wissen, ich fliege in 50 Minuten nach Berlin. Ich fange wieder früh an mit dem Video vorproduzieren und habe mir dann halt einfach gedacht, ey, yo, ich habe das jetzt heute endlich hingekriegt wieder mit Minecraft, dass es mal wieder läuft. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich da jetzt natürlich nicht die letzten Monate jeden Tag darum gekümmert, sondern das war einfach so ein Chatverlauf mit Mojang bzw. E-Mail-Verlauf, der dann teilweise mal so Zeitlücken drin hatte von 2 Wochen oder so und dann musste ich jetzt quasi letztendlich mein komplettes Minecraft löschen, habe überhaupt nicht dran gedacht, dass irgendwie hier nicht zu sichern, sondern mir die Version zu merken und beim Starten daran zu denken. Und auf einmal stand da dann beim Start so, hey, der Piss hier muss konvertiert werden. Und dann wollte ich es erst abbrechen, aber dann hatte ich halt keinen Bock, dass die Welt dann irgendwie komplett kaputt geht. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, ja komm, dann komm, konvertier das. Und an alle, die nicht wissen, was konvertieren heißt, ich habe das hier angefangen in der Minecraft Beta 1. irgendwas. Und jetzt befinde ich mich quasi in der normalen Vollversion. Aber es läuft jetzt auch endlich mal flüssig so. Also... Eigentlich hat es auch ein paar gute Sachen. Und alles, was ich jetzt noch nicht entdeckt habe in dieser Welt, ist jetzt quasi einfach, sage ich mal, mit der neuen Version generiert worden. Und alles, was hier noch so rumchillt, so um meinen Standpunkt und so, das da oben, das ist noch alles die alte Version. Also es ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Hier den Berg wollte ich ja auch nochmal auffüllen. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die ich machen muss. Ich habe auch schon dran überlegt, das ganze Projekt hier in einen Livestream zu verpacken, weil ich jetzt so ein YouTube-Live-Ranked-VIP
Bumst-Status habe. Das wäre mit Sicherheit auch eine Möglichkeit gewesen, dieses Projekt hier weiterzuführen. Ich wollte jetzt aber einfach mal euch das entscheiden lassen. Also ich weiß, dass dieses Projekt hier natürlich nicht so krass... Warum habe ich das gerade gemacht? Guck mal, das ist typisch Kongcrafter, ne? Weiß nicht, was er machen soll und packt einfach irgend so einen Bums hier rein. Aber ich glaube, ich... Bitch, wie macht man nochmal Zäune? Ich hatte halt wirklich überlegt, das hier einfach in einem Livestream-Projekt zu machen, aber da das wirklich so viele Leute noch feiern und so viele auch diese Videos von Minecraft hier noch anschauen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Also ein Livestream, dann kann man sich das natürlich immer nur einmal angucken, weil ich keinen Bock habe, so einen ungeschnittenen Livestream, der dann eine Stunde geht oder so, auf meinem Kanal hochzuladen. Deswegen habe ich mir halt einfach so überlegt, okay, fragst du mal die Leute. Deswegen habt ihr jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Wollt ihr entweder, dass das Projekt hier ein Livestream-Projekt wird. Das heißt, dass ich... Wieso ist die Softbox eigentlich so gelb? Kann ich die nicht mal so ein bisschen... So? Besser, oder? Wollt ihr entweder, dass das Ganze hier ein Livestream-Projekt wird oder soll das Ganze auf YouTube fortgeführt werden? Schreibt mir dazu am besten mal eure Meinung in die Kommentare. Sonst mache ich das ja immer so, dass man quasi einfach ein Wort schreiben kann. Aber schreibt mir mal bitte jetzt einfach in die Kommentare mit einer Begründung, sage ich mal, wofür ihr für die jeweilige Sache seid. Weil ich bin mir da selber unschlüssig und würde einfach mal gern wissen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Toll! Wie mache ich denn Zäune jetzt? 6½ Stunden später. Die Sache ist halt auch, dass ich dieses Projekt hier ungern jetzt noch 3-4 Monate irgendwie wöchentlich hochladen möchte, weil ich mit Max halt ganz andere Pläne derzeit habe, was YouTube angeht und auch was Minecraft angeht. Deswegen wäre es halt echt cool, wenn ihr mal einfach in die Kommentare schreiben könntet, was ihr davon haltet, was ihr aus diesem Projekt machen würdet, ob ich einfach so mal Minecraft hochladen soll, ob ich das hier vielleicht nur alle 2-3 Wochen hochladen soll, ob ich dann vielleicht einfach immer einen 1/2-Stunden-Part machen soll. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich switch jetzt mal kurz rüber in die Version, dass ich jetzt nicht schneide, weil sich das ja auch einige mal wieder gewünscht hatten. Let's get it started. Also, wir befinden uns in Minecraft. Komplett ungeschnitten gerade. Das, was ich jetzt auf jeden Fall machen wollte, war noch ein bisschen Holz holen, weil ich daran immer so ein bisschen nicht so viel am Start habe. Aber das passt ganz gut, weil dann kann ich nebenbei noch ein ganz klein wenig labern. Ich weiß nicht, ob hier vorne irgendwo ein Setzling hingefallen ist, weil den bräuchten wir da vorne, damit da wieder so ein Baum wächst. Ich würde auch ganz gerne mal einfach auf Entdeckung gehen, da hinten irgendwo rumdümpeln oder irgendwie so. Aber hier fällt jetzt auch kein Setzling mehr runter, glaube ich. Also das sieht auch nicht so nice aus irgendwie. Also, ne, das hier geht dann nicht runter, aber ich will da auch nicht noch mehr Stelzen. Eigentlich muss ich da noch Stelzen hinbauen. Und es wird schon wieder Nacht. Wird schon wieder Nacht? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, also... Ich lade das hier gerade einerseits wirklich hoch, weil es jetzt wieder geklappt hat mit Minecraft endlich und andererseits, es ist noch nicht wieder Nacht, und andererseits, weil sich das auch wirklich einige gewünscht hatten, also viele meinten so, hey, mach mal wieder hier den, hier Minecraft und Luca, wir vermissen das voll und Ukulele, wann kommt die denn? Das mit Ukulele liegt nämlich gerade einfach daran, dass ich mit Marvin, das ist der, den ihr vielleicht aus den Ukulele-Vlogs kennt, dass ich mit dem noch so einen abschließenden Teil machen wollte, sage ich mal. Also ich wollte jetzt nicht, dass er mir Ukulele einfach zurückschickt und wir dann diese Vlog-Serie bei 4 Parts belassen haben und danach war es das so quasi, sondern wir haben halt wirklich beide gesagt, okay, das lief eigentlich ganz nice, so die Kommunikation hat super geklappt, das war eigentlich ganz cool. Lass uns mal einfach sagen, wir machen davon noch einen Teil so abschließend und das ist jetzt quasi das, was... Wow, cool Treppe, thank you. Guck mal, das ist nämlich auch wieder die Sache. In der alten Version konnte man die einfach so hinplacen und dann war alles in Ordnung. Also das liegt derzeit in Bezug auf Ukulele einfach daran, dass wir noch so einen Teil davon machen wollen und danach wird ein Ukulele zurückgesandt. Und ja, also was ich ja quasi die letzten Monate gemacht habe, war ja so ein bisschen mein Content mehr in die Richtung Real Life verändert, weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat, weil das auch schneller geht zu schneiden als meine Gaming-Zusammenschnitte und Zeit mir wirklich in letzter Zeit sehr, sehr wichtig war, oh hey Tintenfisch, einfach wegen Studium und es gab so viel und ich bin jetzt auch schon fast fertig mit Studieren, überlegt mal, ich weiß noch, ich habe angefangen Gaming-Videos zu schneiden, als ich in meine alte Bude in Köln gezogen bin. Wow, cool. Fall nächstes Mal vielleicht 40 Millionen Stockwerk runter. Ich kann nicht mehr sprinten. Und da, ja, jetzt verfalle ich wieder voll in diesen Nostalgie-Zustand und heul gleich wahrscheinlich wieder. Nee, also ich wollte jetzt gar nicht so in diese Schiene reinfallen von wegen, ey, yo, voll schön alles. Das, glaube ich, wisst ihr, dass ich dankbar bin und sowas alles. Ah, warum rutsche ich da denn jetzt doch wieder rein? Mann!
Ja, keine Ahnung. Also, ich wollte wirklich einfach nur mit diesem Video kurz zeigen, hey, Dark, die Welt existiert noch, Minecraft ist wieder da, beziehungsweise, was heißt wieder da? Es ist wieder, also, ich kann wieder zocken, so. Und wenn ihr Ideen habt, was ich machen kann, dieser blöde Pimpel da, der ist da seit Part 1. Also, wenn ihr wisst, was ich machen kann mit diesem Projekt, ob es ein Livestream-Projekt werden soll, was ich dann ab und zu mal mache oder nicht, oder Real-Life-Projekt. Wow, cool. Luca macht Real-Life zu Minecraft. Wow, hi. Ja, dann schreibt ihr das einfach in die Kommentare. Das Schaf lasse ich mal da vorne stehen. Setzlinge haben wir hier, glaube ich, keine mehr gedroppt bekommen. Oder sind da noch welche? Hallo? Nein, nichts mehr. Jo. Und ich hoffe, dass euch, dass ich euch jetzt ein bisschen belehren konnte mit den Informationen, wieso es so lange nicht kam. Ich sollte mal noch eben schnell was essen, beziehungsweise mir ein Brot machen. Ich weiß gar nicht. Ich muss das, ach, ich wollte das Weizenkornfeld ja auch noch da drüber, da vorne hinpacken. Oh Gott, Leute, ich schau mal einfach eben schnell, ob da vorne vielleicht noch ein Weizen gewachsen ist. Dann kann ich mir noch eben Brot reinpfeifen. Jo, ist gewachsen, glaube ich. Ja, ist gewachsen. Okay, jetzt bin ich im Wasser. Dann geht auch gleich die Sonne passend unter. Und ich kann wieder nicht beim Punkt bleiben. Was wollte ich denn jetzt schon wieder sagen? Ja, ich wollte euch einfach mal sagen hier, was hier abgeht. Also, viele hatten gemeint, Minecraft ist weg, woran liegt das? Und ich wollte einfach nicht alle zwei Wochen ein Video machen. Ja, ich wurde wieder gehackt und ja, wieder einer. Und dadurch fühlen sich die Leute ja auch nur angetrieben, das weiterzumachen. Und ich weiß nicht, ich wollte, dass es nicht so große Wellen schlägt. Deswegen habe ich das jetzt so einfach gemacht. Also, wenn ihr Bock daran habt, ich habe schon oft genug gesagt, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ich mache mir jetzt noch eben hier ein Brot mal eben. So, da haben wir ein Brot, dann esse ich das jetzt eben mal schnell, dann sehen wir, dass da vorne die Sonne auch schon sich wieder nach unten bewegt. Genau, das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wirklich sagt, hey, Luca, ist cool, dass Minecraft zurück ist, dann lasst mal einen fetten Like da, dann sehe ich ja auch, wie viele das wollen und ich meine, desto mehr Leute da wirklich Bock drauf haben. Warum? Ach, in der früheren Version konnte man da nicht zwischendurch laufen, deswegen habe ich mich da immer so hingestellt. Ja, keine Ahnung, ich kann ja auch mal Gäste hier rein einladen und muss halt nur wieder einen Server holen. Ist ja auch Wayne, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ich leg mich jetzt ins Bettchen, ich kann noch nachts schlafen, aber die Sonne ist schon fast untergegangen. Jetzt, nein, auch nicht, okay, jetzt. Okay, ich liege im Bett, meine Damen und Herren. Deswegen würde ich sagen, das war es jetzt auch vom Video hier. Wie gerade schon gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst mal einfach ein Like da. Und ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich wollte mich einfach mal kurz melden, dass die Minecraft-Welt auf jeden Fall noch existiert. Viele haben gesagt, ja, jetzt gelöscht, wegen dumm und so. Nein, ich glaube, ich weiß selber am besten, was damit passiert ist. Und das war einfach, weil ich nicht in Minecraft gekommen bin und wir das die ganze Zeit geregelt haben mit Mojang, bla bla. Ich will gar nicht mehr weiter labern. Ja, das war's hier vom Video. Haut da rein, macht's gut. Ciao.